So, willkommen in der nächsten Folge von Let's Play Gothic.de Fokussteinsuche. Heute sind wir hier mit dem Punkt. Und ich glaube, hier war ich tatsächlich schon mal, oder? Das scheint mir dieses Stonehenge zu sein. Ja. Hier war ich schon mal. Okay. Macht aber nichts. Ich gehe ja alle Ecken ab. So. Oder Fliege, ja, je nachdem, was für einen Begriff man da verwenden will, am besten Cheate. So. Ja, so dann dementsprechend hier. So. Ist es gut hier? Ich war hier schon mal, glaube ich, ne? Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir sind doch hier fast beim alten, neuen Lager. Wenn ich mich nicht gerade vertue. Und dann liegt das bestimmt daran, dass da einfach Saturas ist, dass das eine der Ecken ist, oder? Liege ich falsch? Wir werden es sehen. Diese Waldgeräusche, Alter, die finde ich, da kann sich jeder Hollywood-Film was von abschneiden. Die sind halt wirklich gut gemacht. Das ist halt so schade, dass dann diese guten, wirklich guten Faktoren und dann kommen da so Kott-Faktoren. Das ist so schade. Aber da kann man doch. Wenn ich hier um die Ecke gehe, komme ich da rein. Genau. Ich gehe halt jetzt einmal im Uhrzeigersinn diesen ganzen Stern entlang. Das Pentagramm. Und spätestens dann müsste ich ja alle gefunden haben. Zumindest die mir schieten, das wäre fast schon zu einfach. Dann würde ich irgendwann, wenn ich nichts hinkriege, auch machen. Da ist Diego! Diego! Dachte ich auch. Oh, Reim. Hohoho. Er meinte Troll. Der Troll, der. Ich dachte, ich hätte ihn mal getötet. Okay.
So. Wow. Der stirbt nicht durch Kill, der muss stark sein. Das hatte ich so geplant. Nee, ich will einen Taco essen. Lange. So, wo musste ich noch mal lang? Natürlich klemmt die Winde. Toll. Wow. Jetzt? Es ist doch gar nichts passiert. Ja, okay. Okay. So, ab da rein. Passt wie die Abtamil. Lull. Rapien. Der große Spaß beginnt wieder mal. Hey, wer will noch mal? Wer hat noch nicht die nächste Runde kostenlos hier? Fokus der Trollschlucht. Ab zu Diego. Er wird sagen, hey, toll, super, du hast es geschafft, du bist der Beste. Danke. Okay. Okay. Achtundachtzig Stärke, perfekt. So, aber ich hätte okay. Etwa noch hier hin. Ach du Scheiße.
Erstmal Set Time. So. Oh. Und bin ich schon nah dran? Naja, tatsächlich sogar. So. Ist das wirklich da beim Sumpflager? Was? Also nicht im Watt, sondern im Sumpflager? Da ist auch schon jemand. Ha. Gorn! Okay. Gut, go on. Meine Güte. Hätte man auch einfach über den Baumstamm gehen können, aber nein. Gorn will nicht. Gorn geht lieber in eine Schlucht, wo der Mann von zwei Seiten keinen Fluchtweg hat. Geil. Passt. Weiter. Lass dich nicht auf aufhalten. Snapper. Wie gesagt, lass dich von mir nicht aufhalten. Oh, danke, super. Vier Snapper, also da bin ich, boah, glatt weg. Schlüssel, Verwandlung Fleischschwanze, Dietrich, Und das ganze Erz. Sind wir jetzt wirklich so komplett sinnlos hier langgelaufen? Wenn ich jetzt eh den.
Okay. Wie gesagt, ich werde eh über den Baumstamm jetzt ge gehen. Habe ich halt echt nicht verstanden. Aber Gorn. Muss man nicht verstehen. Auch gut, dass er mal wieder nicht angreift. Geil, also hast du gut gekämpft. Muss man sagen. Also schwer ziehen ist, kannst du. So. Wow, toll. Oh, du hast einen Snapper getötet. Meine Güte, Gohan. Nicht überanstrengen hier. Dann jetzt. So, wir hatten noch ein Magie-Ding gefunden. Ach, wie suspicious. So. Ich habe es mir einfacher gemacht. Einfach kein Kommentar. So. Ey. Na, was soll das denn? Und der Gorn auch nirgendwo zuschlägt. Ist halt der ganze Scheiß bei mir hängen geblieben. So. Och nö. Und ganz häufig einen ge bestimmten Gegnertyp irgendwo hinsetzen, macht das Spiel nicht besser. So. Mal gucken, wie lange wir jetzt überle weiter gehen können, bis da gleich wieder Snapper kommen.
Oh. Ein Gegner, der sich nicht anvisieren lässt. Cool. Ein Trank. Was haben wir hier? Eine Tür, durch die unser Held aufgrund fehlender Intelligenz noch nicht durch kann. Oh, ein Fokus. Aha. Habe ich nun alle Fokussteine? Zwei, drei, vier. Ich weiß nicht, ob ich alle habe. Warte mal. Oh. Nächstes da hinten. Also, finden wir auch hin. Okay, Wasser ist der Todfeind einfach bei Gothic. Das ist anscheinend schon so ein bisschen wie in Vice City. Haben sie gut gelernt. Macht bloß nichts mit Wasser. Es wird die Spieler nämlich freuen. Kommt er raus, wird er noch ein Gespräch führen, deswegen. Dann nämlich. Er scheint wirklich der Letzte irgendwo hier zu sein. Vorstellbar. Weiß nicht, wie ich es am besten mache. Das war eine schlechte Idee, weil ich irgendwie aufgehört habe zwischendurch, keine Ahnung warum. War auch nicht sinnvoll. Eine andere Idee, was vielleicht klappen könnte. Nein, Wasser. Weißt du, was Springen ist, Held? Springen ist eine Bewegungsform, um Höhen zu überwinden.
Das kann, weiß unser Held zwar nicht, aber naja. Was ist das denn? Interessant. Ich weiß nur noch nicht, wo wir hier sind. Was bist du? Okay. Na. Ja. No. Ja, greif mich doch bitte von vorne an, Mann, Junge, was soll das denn? Skelette beschwören, ein Eispfeil. Interessant. Und dann Erz, das ist nie schlecht, immer gut. Ja. Kann man machen. Interessant, was das ist. Das ist ein Höhlengebilde. Ist das denn? Also aber nicht die letzte Position von dem Ding hier. Den Fokusstein. Na gut. Komm ich hier raus? Es geht zwar irgendwie immer weiter nach oben, aber raus geht's da nicht. Wir kommen der Sache schon beträchtlich näher. Jetzt ist unser Held wieder mal zu hurensöhnisch dumm. Irgendwas in seinem Leben zu schaffen. Das ist doch so einer, der könnte doch nicht mal Fließbandarbeit, oder? So dumm ist der. Habe ich manchmal das Gefühl. So. Gucke ich sogar fast perfekt schon hin.
Frage ist, ist das vor oder hinter? Dieser, aber irgendwas im Hals. Hinter dieser Wand. Dieser Frage werden wir näher kommen, in dieser überlangen Folge. Nah sind wir schon mal. Nah, seine Ecke ist auch. Aber hier ist nichts. Nichts außer ein Seraphie. Doch, da hinten ist einer. Hallo, Typ. Oh, ein schöner Ausblick. Ich glaube, hier haben wir den ersten Stein geholt. Kann das sein? Ich mache auf jeden Fall einen Cut. Bis zur nächsten Folge und ciao.